Ja, hier ist euer Bolkert wieder. Ich bin auf der Karte Redshire und das ist ein Standardgefecht. Gott sei Dank keine Arti im Spiel. Und ich fahre den britischen Panzerjäger AT-8. Das ist ein Tier-6er. Und als Schwachstelle, jetzt wo ich Zeit habe, gleich zu Anfang, da oben diese Kommandantenkuppel, Turm, Luke, dieses Türmchen obendrauf. Da habt ihr die besten Chancen durchzuschießen, wenn ihr ihn frontal seht. Weil der AT-8 hat halt 203 mm Frontpanzerung. Das ist für seine Tierklasse schon eine Menge. Gut, ich bin jetzt in einem Achtergefecht. Mal schauen, wie ich mich schlage. Er hat leider nur eine 76 mm Kanone, aber die hat doch relativ guten Durchschlag. Sie aimt auch recht schnell ein. Sie macht zwar nicht den Mörderschaden, aber es sollte doch reichen, bei der schnellen Schussfolge dem Gegner doch ein bisschen das Fürchten zu lernen oder ja, ihn uns vom Leib zu halten und doch unseren Damage zu machen, sagen wir es so. Ja, der AT-8 wurde aus dem AT-7 entwickelt. Beide wurden als schwere Durchbruchspanzer konzipiert. Beide wurden auch zeitgleich dann eingereicht. Es wurden aber beide Fahrzeuge nicht genommen. Es wurde ein anderes Fahrzeug genommen, sprich hat den Wettbewerb gewonnen. Und zwar der Tortoise. Und da der Tortoise 1944 fertig war mit der Entwicklung, schätze ich mal, war der AT-8 auch so 1944 und der AT-7. Und da hatte man nun nicht mehr wie früher den Bedarf an schweren Durchbruchspanzern, die sie früher im Grabenkrieg, im Ersten Weltkrieg gebraucht hätten, aber inzwischen waren ja die Panzereinheiten was anderes als damals. Und so konnte man ihn halt nicht gebrauchen. Ja, ihr seht, 139 Damage ist nicht die Welt. Aber die schnelle Schussfolge von 3,71 Sekunden, die ist wirklich nicht zu verachten. So, ich zeige euch das mal. Ich versuche ein bisschen mein Türmchen zu verstecken hinterm Felsen. Und die Waffe lasse ich da links rausgucken. Mal schauen, ob da jetzt mal einer sich raustraut da hinten. Ich weiß, das sind Panther. Ich weiß, das sind zwei KV-1S. Dann drehen wir uns noch ein bisschen, dass die 203 mm Frontpanzerung noch ein bisschen schräg zum Feind sind. Und dann lauern wir mal. Gut, den Panther sehe ich jetzt da hinten. Aber es könnte sich doch ein KV-1S mal raustrauen. Traut sich nicht, also. Schauen wir mal, dass wir vielleicht anderswo am Gegner rankommen. Ja, ihr seht, in einem Tier-8er-Gefecht muss man vorsichtig sein, sonst kann das schnell vorbei sein. Und da kommen jetzt doch die zwei Freunde, die ich vorhin schon erwartet habe. Und zwar KV-1S. Na? Na, da ist er doch raus, dann können wir auch leicht vorgehen. Schauen wir doch mal,
was wir hier im Achtergefecht vielleicht noch ausrichten können. So, jetzt werde ich einfach mal meine Panzerung ins Gefecht werfen und einfach hier mal auf die Freifläche rumpeln. Werden wir doch mal versuchen, wie der Name das sagte, schwerer Sturmpanzer, sprich Durchbruchspanzer, versuchen wir einfach mal gewaltsam hier durchzubrechen beim Feind. Wenn mich hier keiner aufhält, komme ich Richtung Kappkreis oder kann den feindlichen Kräften auf C5 beschießen. Schauen wir mal. Weil ich befürchte, dass unser eigener Kappkreis auch gleich verloren ist. Daher nicht schön spielen, einfach nur gewinnen. Das reicht. Oh oh. Kommt der T21, glaube ich. Müssen wir doch mal das Fahrzeug drehen, weil ich glaube, gleich kommt er darüber. Besser zielen. Ja, das ist das, was ich vermeiden will. Dass er mich umkreist, der Vogel. Ihr seht, er hat Probleme, Damage zu machen von hinten. Da geht das vielleicht. Oder auch nicht. Jetzt bringen wir das Haus zwischen uns und ihm. Und zwar so, dass er nicht an mein Popo kommt. Der auch nicht wegkommt. Und dann drehen wir uns notfalls wie im Rumkreisel. Ja, wir stellen uns mal kackfrech hin und schauen, was passiert. Er will mich doch weghaben. Und da ist er raus. Oh, das ist doch super. Ich glaube, der E25 hatte ihn gekettet. Und so können wir doch uns Zeit verschaffen und cappen. Also äußerst ungewöhnlich. Gehe von aus, wir verlieren, aber was soll's? Falls wir es gewinnen, ist das ein ulkiges Gefecht.
Da ist ein Panther. Dann nimmt der E25 das Gefecht auf. Und wir werden unterstützen. Und ich sage mal, das ist so ulkig, das Gefecht. Das lade ich hoch, das glaubt ihr mir nie. Gut, das ist keine Meisterleistung, aber ein Sieg. Ja, kommen wir zur Auswertung. Das wäre eine Klasse 2 wert gewesen. Dann gab es noch eine Stahlwand und einmal Eroberer. Tja, was soll ich zu diesem Gefecht sagen? Schüsse abgegeben 10, direkte Treffer 7, 5 Wirkungstreffer waren es, Schaden 524, Treffer erhalten 15, Wirkungstreffer davon 5, also 10 haben nicht durchschlagen, Schaden abgewehrt durch Panzerung 1195, Gegner beschädigt 3, Abschüsse 2, Schaden durch Spielerunterstützung 49, Eroberungspunkte 100. Ja, dank Premium 12.645 Credits Reingewinn. Ohne Premium wären das 6.666 Creditpunkte gewesen. Reingewinn ohne Premium, ja. Dann waren es 1.005 Erfahrungspunkte, die als Zweifachgefecht gedoppelt, das waren dann 2.010. Und ihr glaubt es nicht, das ist wirklich ein kurioses Video, finde ich. Das stelle ich hier einfach mal rein. Das ist kein schönes Video, aber sowas habe ich auch nicht mehr seit langem erlebt. Und damit tschüss, euer Borgelcut.